Was geht ab, meine Freunde? YD wieder am Start und ihr könnt hier sehen, wir sind wieder bei Roblox Blox Fruits unterwegs. Wir sind mittlerweile ein Petty Officer und ja, ich habe mir ein paar neue Waffen gekauft. Ich habe auch einen Fehlkauf gemacht. Ich habe mir hier dieses Eisenmace gekauft. Eigentlich wollte ich die Dual Blades haben. Die hatte ich auch hochtrainiert bis auf Level 40 und dann habe ich mir den gekauft, einfach um zu gucken, was das für eine Waffe ist. Und jetzt kann ich nicht mehr auf die anderen zurückwechseln. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Vielleicht kriege ich aber auf einer anderen Insel nochmal irgendwo Schwerter. Vielleicht könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das besser wisst. Und ja, wir sind Level 55 geworden. Ab Level 55 kann ich hier den Bobby defeaten. Hoffentlich. Ich habe ihn zwischendurch mal angeprügelt. Und ich habe gemerkt, dass ich ja, vielleicht ein bisschen zu schwach bin, um ihn zu besiegen. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht so sicher, ob ich hier überhaupt richtig geskillt habe oder sonstiges. Hier ist gerade keiner. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der sich versteckt. Der könnte überall sein, gefühlt. Und ja, wir suchen ihn erstmal. Während wir den suchen, könnt ihr gerne den Like- und Abo-Button betätigen. Das würde mich mega freuen, weil wir sind immer noch auf der Reise zu den 500 ersten Abonnenten. Und ja, ich würde mich mega freuen über jeden von euch natürlich. Oh, da hinten ist einer weggeflogen. Wahrscheinlich hat der Bobby gekillt. Alter, der fliegt halt einfach wie ein Vogel davon. Sweet, sweet. Wollen wir mal schauen. Wir suchen einfach mal. Vielleicht versteckt er sich auch irgendwo anders noch. Hier ist er auf jeden Fall nicht drin, so wie es aussieht. Ich habe hier auf jeden Fall bei den Brutes relativ viel und gut looten, leveln können. Weil dadurch, dass ich ja hier die Schattenfrucht habe, kann ich die jetzt einfach alle nach und nach hier aufsammeln. Nehme mir die hier alle mit und gehe dann mit meiner Schattenfrucht hin und kill die einfach nach und nach. Und zwischenzeitlich konnte man ja auch immer die Quest noch benutzen. Ich kann auch hier auch jetzt zeigen kurz. Ich gehe hier zu dem Typen hin. Zack. Ins Geschäft. Und ich habe hier diesen Eisenmace gekauft. Eigentlich will ich das Katana, aber der sagt dann, wenn ich mir das kaufen will nochmal, you already own this item. Aber ich weiß nicht, wo ich das einstellen kann, dass ich das wechseln kann. Weil über das ganz normale Menü geht es ja auf jeden Fall nicht. Deswegen, ich bin mir da irgendwie unsicher. Jetzt haben wir hier aber keinen Bobby mehr. Das ist ja ärgerlich. Okay, passt auf. Ich suche den Bobby und dann komme ich wieder. Da vorne steht er. Da ist er. Seht ihr ihn? Da hinten. Ich werde es jetzt so machen, dass wir mit dem Sniper mal auf den schießen. Dann kommt er ja angerannt. Machen wir den Special-Schuss. Und dann gucken wir gleich, dass wir den sowohl mit unserer Fähigkeit ein bisschen drangsali. Oh Gott. Alter, ist der stark. What the fuck? Okay, okay, okay. Schatzkiste einsammeln. Und dann ein bisschen fliehen. Da oben ist er. Da. Ja. Kann ich den von hier aus treffen? Ja! Oh nein. Oh Gott. Er mich auch. Okay. So. Jetzt liegt er da irgendwo. Oh, den Schüssen muss ich trotzdem auf jeden Fall ausweichen. Ich will den nicht. Ich will nicht sterben von dem. Ich will jetzt nicht gekillt werden. Ich will den auf jeden Fall besiegen. Oh, ich sollte vielleicht die Quest auch annehmen. Das wäre nicht schlecht. Ich musste nämlich ein paar Mal neu starten, damit ich einen finde. Bobby. Bestätigen. Okay. Ah, wo ist er jetzt? Da oben ist er. Immer noch. Der ist ein bisschen angefressen, glaube ich, da oben. Na, come on. Uiuiui. Der ist halt... Oh, der ist schon heavier. Deutlich heftiger als alle anderen Gegner, die hier irgendwo rumstehen. Dadurch, dass der halt einfach die Möglichkeit hat. Ja, damit mache ich gut Damage. Da mal. Ausweichen. Kein Scheiß bauen jetzt. Kein Scheiß bauen. Ja, man kann sich halt immer ein bisschen helfen, dadurch, dass die einfach nicht KI-mäßig die schlausten sind. Kann man sich ein bisschen selber unterstützen. Indem man hier. Gott. Okay, ich kann natürlich auch die Ausweichschritt einfach machen. Aber jedes Mal, wenn er die Attacke macht, denke ich einfach, Alter, was geht ab? Come on. Ich würde den gerne mit dem dunklen Dings
killen, damit ich hier nochmal ein bisschen leveln kann. Jawohl. Okay. Direkt Level 6, fast Level 57 angesagt. Hier könnt ihr auch mal sehen, was ich geskillt habe. Ich werde jetzt erstmal weiter aufs Schwert skillen, weil ich im Endeffekt eigentlich auch ein Schwert machen möchte. Ich habe ja gesagt, fürs Leveln erstmal ein bisschen die Gun nochmal hochgeballert und so. Wollen wir den nochmal direkt versuchen? Wir versuchen den einfach nochmal, oder? Come on. Was soll's? Hier hoch. Vielleicht können wir ja noch einen Bobby killen. Falls hier nochmal einer ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die immer nur einmal spawnen erst. Und dann relativ lange brauchen, um wieder neu zu spawnen. Die ganzen Truhen, die sammle ich mir ganz gerne ein. Jetzt habe ich mittlerweile tatsächlich auch schon 80.000 Punkte. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was man jetzt am besten damit anstellt. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich sammle mir hier erstmal alles ein. Guck mal, was es hier noch so geht. Ansonsten sammle ich mir vielleicht mal ein Boot. Und guck mal, was hier so weitergeht. Weil wenn der Bobby jetzt im Prinzip das stärkste Monster hier war, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach mal loszusegeln. Ich nehme einfach das günstigste, ist ja egal. Und segel einfach mal los und guck mal, was sich so ergibt, oder? Also wir sind da, glaube ich, schon gewesen. Oh, ich muss mir auf jeden Fall merken, wo das ist. Ich habe hier auf jeden Fall den Spawnpunkt gesetzt. Das heißt, egal was ich mache, es kann nicht komplett falsch sein. Ich segel erstmal hier in die neue Richtung. Und gucke, was hier so abgeht. Welche Stadt ist das denn? Was könnte das denn sein? Oben sind Kanonenkugeln. Ich würde halt ganz gerne PvP deaktiviert. Okay, das ist eine sichere Zone. Ach, das ist das Startgebiet, oder? Stimmt. Das ist das Startgebiet. Wayne. Junge, weg von hier. Das ist der Dschungel. Dann waren wir da irgendwo jetzt. Was ist hier? Waren wir hier schon? Ich glaube, da waren wir zwischendurch mal, oder? Irgendwann waren wir da mal. Das Problem ist, dass ich auf diese Insel da hinten nur gekommen bin, weil mich jemand dahin gebracht hat. Einfach irgendein random Typ. Super nett von dem tatsächlich. Der hat mich einfach gefragt, welches Level ich bin und hat dann gesagt, yo, hier. Ja, das ist Boat Dealer. Boat Dealer bringt mir nichts. Experience Captain. Der sagt jetzt einfach nur, geh weg. Ja, hau ab. Logisch. Die sind alle immer so nett gewesen, die NPCs zu mir. Ah, hier. Guck mal, hier ist ein Geschäft. Ah, der will nur Fruits verkaufen. Ich möchte aber gerade keine. Weil ich meine Shadow Fruit eigentlich ganz cool finde. Und hier ist noch ein Geschäft. Vielleicht verkauft der mir ja noch mal eine Waffe. Muskete, Flintlock, Schleuder. Nee. Das bringt mir halt auch alles nichts. Ich dachte, hier würden wir vielleicht auch noch mal irgendwie was kriegen. Aber das hilft mir hier alles nicht. Was geht hier ab? Alter, ein Level 100 Boss. What the fuck? Okay, nee, ich will hier nicht spawnen. Gehen wir jetzt mal wieder zurück zu unserem Boot und gucken, dass wir irgendwo langsam in die richtige Richtung segeln. Beziehungsweise, ihr könnt mir einfach schreiben, in welche Richtung ich tatsächlich segeln soll. Und ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps für mich oder so. Wir können ja einfach mal gucken. Wir gehen einfach von Startpunkt aus von der Insel, auf der ich ganz am Anfang war. Und dann sagt ihr mir einfach, in welche Richtung ich fahren soll. Und da werde ich mich dann hinbewegen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann und ja, ciao.